So, und da sind wir wieder zurück. Ich dachte, es würde schwieriger werden. Sagt jetzt. Der Captain muss sich hier irgendwo. Das ist so kacke. Man weiß ganz genau. Das ist ja super. Zeigt an, dass ein Gegner vorwiegend immun gegen Unterbrechung ist, okay. Okay. Das gefällt mir nicht, möchte ich nur so anmerken. Du willst gegen mich antreten? Zeig mir, was du drauf hast. Dies hier ist hier. Ich merke schon. Oh oh. Oh, nett. So, ist jetzt hier noch irgendeiner übrig? Aha. Ich nehme deine Lebensenergie und wandle sie in meine um. Ich glaube, wir haben ihn, ne? Ja, ich glaube, wir haben ihn. Nett. Ja, das Ding brauche ich. Automatische Schrotflinte. Ja, jetzt hat man halt das gemacht, was ich meinte, ne? Die MP ist zwar ganz nett, aber sie ist zu unpräzise durch die hohe Schussfrequenz, ja. Das ging noch. Also es war jetzt ein, zwei Mal vielleicht ein bisschen brenzlig. Aber es ging auf jeden Fall noch. Lass mal gucken. Besser? Dann nehmen wir die doch. Okay. Gucken wir mal. Schlechter als meine. Schade eigentlich. So, was ist es mit dir? Oh. Ach, der lebt noch. Was macht er jetzt? Trinkt er jetzt sein Blut oder sowas? Warte. Wieso? Halt! Du bist verändert. Du kannst tun, was immer du willst. Aber warum sollte man es tun? Warum kämpfst du für diese dreckigen Faschisten? Wir kämpfen hier um unser Leben. Weißt du, was die uns angetan haben?
Ich weiß, was du mir angetan hast. Okay. Hat auch was. Mal gucken, sehen wir denn irgendwas? Outriders zahlen immer ihre Schulden. Die Soldatin wird seinen Kopf sehen wollen. Hm. So, jetzt muss ich... dahin, oder was? Ach, da sind wir. Nein, kann ich nicht reisen, aber ich kann hier hinreisen. Dann können wir gleich von da aus dann kurz hier laufen, mal ein paar Meter, geben das ab, zeigen ihr den Kopf, den wir ja auch sicher eingepackt haben, weil wir ihn da zertreten haben, also hä? Das ist eigentlich ziemlich cool. So. Ja, er hat ihn doch nicht zertreten. Hat ihn dann abgetreten, oder was? Hat bezahlt. Hm. Nicht genug. Kommst du klar? Brauchst du einen Sanitäter oder so? Spinnst du? Ein Sani bringt mich hier schneller um als okay. Die Stadt. Nur keine Sorge. Das hier wird ich schon überleben. Hm. Na schön. Hey! Das war richtig so. Hm. Hm. Achso, Belohnung. Ja, ich bin irgendwie für Sturmgewehr. Ja, oder? Wobei, was haben wir hier? Ja, ne, wir nehmen das hier. Jetzt leichter zur Ruhe. Hm. Kann sein. So. Genau, nehmen wir das hier. Und wechseln das ein. So, wir sehen schon, das hier können wir eigentlich zerlegen. Genauso wie die hier. Und die. Ja klar, wenn man das damit vergleicht. Also wir können es ja kurz anklicken. Haben wir einen direkten Vergleich damit. Dann sieht man schon, natürlich klar, mehr Magazin, Schaden pro Minute. Ja, verkehrt ist es glaube ich nicht, ne? Probieren wir sie mal aus. Okay, relativ gut. Also hier verzieht kaum. Okay, doch, dann behalte ich die. Auch wenn sie keinen coolen Statuseffekt hat wie die andere. Aber die Schussfrequenz, die reizt mich dann doch schon, muss ich sagen. Ja, aber die halt besser ist, ne? Mit der Explosion und sowas und kritischer Schaden ist 125%. Aber halt auch nur minimal mehr. Egal. So. Nein, nicht das. Markieren und dann. Konnte man das nicht zerlegen? Ja. Oh, Eisen haben wir jetzt auch schon ein bisschen was. Sehr schön. Geht doch. So, ich nehme mal da unten dann die Munition mit. Hätte auch hier oben, aber wollte ich jetzt irgendwie nicht. Und dann gehen wir einfach mal weiter. Hat man jetzt schon wieder das Ausrufezeichen angezeigt. Wo war denn jetzt die Karte? Die muss hierbei gewesen sein, ne? Da, Missionskarte.
Achso, ja. Das ist dann wie beim anderen auch, wo auf einmal der chinesische alte Mann wieder da ist, was total unlogisch ist. Das ist halt bei diesen komischen Shootern, dieser Art und Weise ist das jedes Mal so. Das ist so wie jetzt, dass hier definitiv gleich wieder Typen auftauchen werden. Ätzend. Ja, weil was macht das für einen Sinn? Also bei diesem asiatischen Typen mit seinem Laden, dass der schon wieder da ist, damit ich nochmal die Mission machen kann. So, hä? Er ist tot. Dann kann er jetzt auch tot bleiben. Aber hey, tja. Was weiß ich schon. So, ich guck gerade mal, wenn wir jetzt hier rausreisen. Wir können ja durch die Gegend springen. Wenn wir jetzt sagen, okay, ich möchte es doch nochmal zum Händler. Da muss ich eine Flagge ausmachen, ne? Zum Reisen gedrückt halten. Ja, wobei wir können jetzt hierher reisen. Also brauche ich mir keine Gedanken machen. Aber ich reise nämlich lieber mal hierher, vorsichtshalber. Ja, genau. Und speichert er wahrscheinlich auch, weil wir hier aus diesem Gebiet raus sind. Naja, okidoki. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.